So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2 und ach ja, ich wollte gerade sagen, wenn kein Plan ist, hätte ich ein paar Codes, die ich spielen will. Da war ja was. Habe ich schon wieder komplett vergessen. Genau deswegen habe ich im letzten Part an der Stelle den Stopp gemacht, damit ich das sehe. Ja, das hätte ich jetzt wirklich komplett vergessen. Ach ja, okay. Ich würde dann jetzt aber trotzdem nicht zu viel Zeit in das Level hier investieren wollen. Ja, jetzt habe ich doch ein paar andere Pläne. Aber es reizt mich schon noch, es zu schaffen. Das ist schon so weiterhin. Ach Mensch. Aber was wir noch gar nicht wissen, was mir jetzt gerade so einfällt, wer sagt denn, dass da oben nach der Tür Schluss ist? Wir haben ja noch gar kein Ziel gesehen, oder? Und wenn ich da rechts hingucke, oh Gott, nach der Tür kommt ein Peach-Jump. Das ist, glaube ich, nach der Tür ist gar nicht Schluss. Ich dachte so, okay, ist halt eine Tür, die zum Ziel führt. Jetzt sehe ich das erst. Ach, boy. Kann man von da aus. Wir versuchen jetzt mal so weit nach rechts mit der Kamera zu kommen, wie es geht. Vielleicht kann man da was sehen. Oh nein, da ist gar nicht Schluss. Oh no. Was ist der Weltrekord? 46 Sekunden. Wie lange brauche ich, bis ich da oben bin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Das ist ungefähr die Hälfte. Das Level geht weiter danach. Nein, das wird mir zu lang. Okay, sorry. Ich hoffe, ihr habt jetzt, seid jetzt nicht enttäuscht. Das geht mir zu lang. Da, ich weiß nicht. Man kann es ja leider sich nicht angucken. Ne? Runterladen kann ich es, aber ich kann trotzdem nicht reinschauen. Glaube ich. Und 0,46%. Okay. Das spricht schon eher dafür, dass ich es lassen sollte. Ganz ehrlich, wie lange hat der Ersteller gebraucht? 1 Minute 3. Uff. 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 Lassen wir es lieber. Wir gucken mal kurz, ob es was Neues gibt. Also, ich hoffe, ich habe gesagt, ich will das spielen, aber wenn ich das jetzt mir so angucke. Lieber nicht. Okay, hier hat sich nichts getan. Mir ist aber noch eine Sache eingefallen. Da war noch ein Level, was ich spielen wollte. Und das habe ich noch nicht gemacht. Jetzt habe ich natürlich noch viel mehr Mist hier drin. Ist das überhaupt da, ist die Frage. Ist das überhaupt da? Ich glaube, das ist gar nicht. Doch, da. Auch da, 1 von 312. Oh Gott. Nee. Das wird auch zu krass. Das wird auch zu krass. Das ist das mit den Münzen am Anfang gewesen. Ah, nee, Quatsch. Das ist das hier. Quatsch, Blödsinn. Das ist das hier gewesen. Das habe ich mich im Dings nicht weiter. Okay, nein. Das wird auch zu krass. Nein, 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 nein. Wir sind raus. Wir sind raus. Sorry. Das wird auch zu krass. Das war am Anfang, sah es noch okay aus für nicht gerade im Dings spielen, aber nein. Vielleicht sollte ich wirklich einfach meinen Plan verfolgen. Irgendwo war noch ein Level mit so roten Münzen am Anfang, aber da bin ich so schnell wieder raus. Wahrscheinlich hat es das nicht mal. Wahrscheinlich hat es das nicht mal da eingenommen. Ne, das ist da nicht mehr dabei. Okay, das hier könnten wir uns noch mal ganz kurz anschauen.
Nicht sicher. Lieber nicht. Nein, wir spielen das, was ich mir geplant habe. So. Und zwar habe ich die Codes von einem Discord-Server. Da wird einfach so ein Mario Maker-Channel und da posten halt Leute ihre Codes rein. Deswegen. Ja. Ist der Discord-Server von Hübi. Und ein paar Sachen klingen da ganz interessant. Habe ich gedacht, gucken wir uns das doch einfach mal an. Ich habe keine Ahnung, wie die Leute auf Mario Maker heißen. Er heißt hier Score irgendwas. Link of Course. Hier ist der Fabi, hier ist MM2. Gut. This level gets built right now. Watch the Super Mario Making. Red Coins for Bonus. Genau, er schreibt nämlich dazu, dieses Level wird gebaut, während du es spielst, wie auf einer Baustelle. Rote Münzen für epische Bonusmusik. Viel Spaß euch allen. Ich bin sehr gespannt und es hat auch ordentlich Bewertungen. Okay, ja, let's go. Da bin ich jetzt einmal richtig gespannt, was hier so bei rauskommt. Also, das Level wird gebaut, während wir es spielen. Achso, es ist wie auf einer Baustelle. Uah! Da oben ist eine rote Münze. Wie viel brauchen wir? Ich hätte die da auf... Okay. Das ist cool. Das ist dann so eine extra Challenge. Oh Gott, wo kann ich landen? Hier kann ich landen. Das ist dann so eine richtige extra Challenge. Zum Glück kommt da keine Kanone oder sowas raus. Also halt... Schön vorsichtig. Okay, wir haben einen Schlüssel. Und ein Leben. Ah, ich komme da gar nicht hoch, okay. Das ist von der Atmosphäre her ziemlich cool gebaut. So, aber haben wir schon alle. Nein, haben wir nicht. Habe ich mir doch gedacht! So. Dann können wir aber also zwei Schlüssel bekommen. Jetzt ist die Frage... Oh! Geht's da noch irgendwie hoch? Da geht's nicht noch irgendwie hoch, ne? Weil jetzt kann da nicht noch eine Münze auftauchen dahinter, oder? Das wäre zwar cool... Nein, okay. Dann hoffe ich, dass ich alles gefunden habe. Ja, ansonsten, wenn uns eine rote Münze fehlt, können wir ja nochmal zurück. Halt, in die Röhre sind wir noch gar nicht rein. Okay, können wir nicht. Gut. Ja, dann. Gehen wir mal in die rote Tür und hoffen, dass noch eine... Noch zwei... Ah. Ach, hä? Wait. Der macht die wieder kaputt. Warte, stopp. Okay, da kann man nicht hoch. Gut. Das wäre natürlich cool gewesen. Okay, Checkpoint. Da oben war nix weiter. Kommt man da hoch? Ja, aber so nicht. Da ist eine Münze. Oh, das war ja sehr smart. Sollte ich da jetzt... Nein, ich bin hektisch. So. Ach, der geht auch gar nicht weiter. Stimmt. Der knallt dann da dagegen. Okay. Und der kann auch nur bis dahin durch. Weiter kann er nicht. Man fühlt sich wirklich wie auf einer Baustelle. Das ist echt cool gebaut. Okay, ich könnte jetzt hier schon durch, aber wir wollen ja nach den Münzen gucken. Da oben ist nochmal ein Leben. Okay, aber das war es auch schon mit dem Abschnitt hier anscheinend. Habe ich irgendwas verpasst? Darunter traue ich mich nicht. Hier traue ich mich schon hin, aber da sehe ich auch nicht mehr. Oh Gott, ja. Ich bin da schon unterwegs. So, eine rote Münze fehlt noch. Da ist sie! Wir haben alles. Und da macht es gleich Bumm. Wahrscheinlich. Jetzt macht es Bumm. Ach, da hat er eine Dings fallen lassen.
Und hier ist dann die Bonusmusik. Was haben wir für Musik? Sehr schön. Und das Leben nehmen wir auch noch mit. Jawohl. Zack. Cool. Sehr schöne Stage tatsächlich. Ja. Sehr schöne Stage. 44401. Ich habe da einen Plan. Was brauche ich alles für die ich muss da nach hinten den Schlüssel holen. Ah, der kommt da raus erst. Ah, 44 ist schon knapp. Jetzt muss ich ja vor allem an den anderen Schlüssel rankommen. Der da drüben. Okay, dann muss ich warten. Ich komme da nicht anders rein. Ich muss hier warten. Ja, das kostet alles Zeit natürlich. Ne, das 44 werde ich niemals knacken. Nee. Ah, da unten ist die Tür. So, aber jetzt geht's nur noch durchlaufen. Nicht hängen bleiben. Dann macht's bumm und dann geht's hier direkt ins Ziel. Aber das ist ja... 44. Uiuiui. Was hatten wir jetzt? 245? Das heißt, wir sind bei... 54. Sheesh. Ich müsste bei 255 bereits durchs Ziel laufen. Dann muss ich es doch irgendwie schaffen, dieses Zerstören bis zu dem Schlüssel, bis zu dem ersten Schlüssel, das irgendwie zu verlagern. Ach, verdammt. Okay, so komme ich hier ein bisschen schneller nach hinten. Komme ich da auch? Nein. Ach so, aber ich kann ja schon längst zurück. Ah, ich kann ja schon längst zurücklaufen, bis der Schlüssel kommt. Ja. Das kann ich auf jeden Fall tun. Aber hier? Ich sehe keine andere Option, daran zu kommen. Ich sehe keine andere Option. Das bleibt kritisch. Das ist das, was am längsten dauert. Und jetzt müsste ich durchs Ziel. Ach, und das, da muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht in die Explosion reinlaufe. Okay. Ja. Nein, nicht hängen bleiben. Ah, jetzt bin ich darunter. Okay, das reizt mich gerade. Das könnte einer sein, den wir hinkriegen. Nein! Wie gehe ich da am Anfang am schnellsten durch? Ach, das könnte auch gehen. So. So gehe ich da am schnellsten durch. So, dann läuft der los. Und wir kriegen nichts, weil ich nicht... Ah, weil ich nicht im Screen war. Wait, aber jetzt läuft er nochmal raus. Aber das dauert jetzt länger, ne? Nee, da, also ich muss ein bisschen im Screen behalten, sonst läuft er nicht da rein. Eieiei. Das macht die Stage jetzt nochmal anspruchsvoller. Komm.
Nein! Wir haben es nicht gesehen. Ah, ist das kacke. Lellt der Ton. Ich habe überlegt, wie mache ich das am schlausten? No! Nein! Das wollte ich nicht. Mann, gib mir das. Nein! Wenn ich nochmal versehentlich auf Level beenden komme, lass ich's. Aber. So, das ist auf jeden Fall ein guter Anfang. Da könnte man noch einen kleinen Sprung drüber setzen. Aber hier muss ich warten. Leider muss ich hier ein bisschen warten. Kritisch, kritisch, kritisch. Jetzt muss ich... Ah, nein! Jetzt muss ich den da drüben halt so schnell wie möglich reinladen. Dass der anfängt hier zu bauen. Es gibt aber halt auch keinen anderen Schlüssel, ne? Da kann ich halt relativ schnell rein. Und dann einfach hier in die Tür. Na, bist du blöd? Geh in die Tür! Dann hier nicht hängen bleiben. Hier macht's Boom. Und... Okay, wir sind fast 10 Minuten schneller. Das lässt sich noch ausbauen. Das lässt sich noch ausbauen. Das lässt sich... Ich bin ein, zweimal hängen geblieben. Wenn ich nicht hängen bleibe, haben wir das. Nein. So viel zum Hängen bleiben. Ah, das war zum Beispiel auch wieder... Das kann man schneller machen. Komm, 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 komm. Nein, er hat es nicht ausgelöst. Ich muss ihn wirklich sehen dabei, ne? Was... Oh, was ist denn, wenn ich... Andere Idee. Andere Idee. Nein, ah, der muss das erst... Okay. Nee, der läuft halt nicht. Jetzt läuft der erst los, ne? Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Das ist kompletter Quatsch. Jetzt wären wir bei 280. Jetzt wären wir bei 280 gewesen. Wo sind wir normal? Wenn wir es so spielen, dass ich ihm zugucke. Oh, das war gut. Oh, das war gut, das war gut, das war gut. Dann laufen wir bei 284 hier raus. Ja, das ist auf jeden Fall schneller. So, nicht hier runterfallen diesmal. Das war mein Fehler vorhin. So, okay. Nicht in das Ding reinlaufen, aber ich muss mich direkt runterfallen lassen. Sonst haben wir keine Chance. Ich muss mich direkt runterfallen lassen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Ah, es hat wieder Zeit gekostet. Da war wieder ein bisschen was, was man noch optimieren könnte. Dafür bin ich diesmal direkt in die Tür gekommen. Das sieht gut aus. Hier nicht hängen bleiben. Sehr schön. Hier nicht sterben. Und einfach rein. Das war's. Puh. Yes! Der ist noch optimierbar. Der ist noch deutlich optimierbarer. Aber man kann ihn sich erstmal nehmen. Puh. Okay. Okay. So. Der nächste Kurs ist von... Ach, das ist der gleiche! Das ist der gleiche Typ. Hat nur der... Sehe ich jetzt erst, dass das alles der gepostet hat. Und zwar schreibt er... Crazy Breath of the Wild Medley and Auto Level at same time. You really should have played it first clear taken by Dynasty Oof. Das da, Crazy, da. Crazy Breath of the Wild Medley. Ja, cool, let's go. Offensichtlich auch was, was man nicht schaffen kann. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ist es nur ein Run-Auto? Oder... Aber man kann ja sterben, offensichtlich. Ach so, wenn man anhält, stirbt man. Wenn man anhält, stirbt man. Okay, ja, gut. Dann werden wir nicht sterben.
Ganons Castle. Weiß nicht ganz, wo das Medley war. Es war hauptsächlich Ganons Castle. Was war das erste Lied? Das erste habe ich nicht erkannt. Es ist durch die Sounds ein bisschen zu... ein bisschen zu... Na, wie sagt man? Aber der Typ gefällt mir. Da gucken wir uns jetzt mal an, was der so alles gebaut hat. Der kommt auch mal hier gleich in die Dings mit rein. Plopp. So. Schauen wir doch mal, wie es losgeht. 25%, 49 Sekunden. Okay. Was soll ich sagen? Durch die Sounds hat man es teilweise nicht mehr so gut gehört, was da alles los war. Oh, das ist rutschig. Wer hätte es gedacht? Aber offensichtlich war das dann ja sein erstes Level, außer er hat irgendwelche schon gebaut und dazwischen wieder gelöscht. Aber es sieht für ein erstes Level doch ganz cool aus, auf jeden Fall. No. Ah, ich mach Quatsch. Oh nein, ich krieg keinen Pilz hier raus. Oh Gott. Ich hab gehofft, ich krieg einen Pilz. Da könnte aber ein Pilz drin sein. Oh Gott, das habe ich nicht. Das habe ich nicht realisiert, dass der runterfällt. Uff. Da habe ich jetzt aber Glück. Ah nein! Oh. Oh je. Oh Gott! Pilz? Ich war gerade dumm, krieg ich noch einen Pilz, dankeschön. Oh, wow. Das ist voll cool gebaut. Sieht echt schön aus. Okay, mit dem fahren wir jetzt eine Runde. Bis hierhin. Nächster Checkpoint. Oh Gott! Nein! Ah, ich glaube, die Blume kriege ich hier direkt wieder. Jo. Oder auch nicht. Ah, so. Okay, da kann ich einfach runter. Bin ein Held. Ey, es ist eine schöne Eishöhle auf jeden Fall geworden. Das ist eine echt schöne Eishöhle. Ja, ja, schönes Level. Der Fabi baut coole Level. Der Fabi baut coole Level. So. Da haben wir jetzt aber keinen Weltrekord. Das ist ein bisschen zu krass. Das muss nicht sein. Aber ich möchte gerne weiterspielen, was er gebaut hat. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? 23 Minuten. Okay, ein bisschen können wir noch. Super Mario World Project. Achso, das ist jetzt Teil eines Weltenprojektes. Ja gut, spielen wir einfach das Einzellevel. Ich muss sagen, ich wollte mal so eine richtige Oberwelt-Dings spielen. Es gibt ja so eine Webseite, wo man so indirekt eine Oberwelt bauen kann für den Mario Maker und dann da die verschiedenen Level reinpackt. Aber das sind mittlerweile so viele geworden. Das ist mir dann wieder fast zu groß. Das ist ja wie in den kompletten Hack-Spielen. Das ist mir dann... Ja, da würden wir ja... Okay, was war das denn? Da würden wir ja teilweise einfach ewig alleine schon nur an einem Mario Maker Weltdings sitzen. So einzelne Level spielen finde ich cool im Maker, aber ich meine, so gesehen spielen wir ja auch irgendwo eine Welt, die halt nur nicht zusammenpasst. Wir spielen ja ganz viele verschiedene Level. Nichts anderes ist das dann ja, aber trotzdem ist es irgendwie, ich glaube, so fühlt es sich abwechslungsreicher an. Ich habe keine Ahnung, ob ihr versteht, was ich euch mitteilen will. Ich habe es jedenfalls nicht vergessen, aber... Boah, 19 Sekunden hier durch ist schon krass.
Das werde ich nicht schaffen, aber ich werde es mal probieren. Aber alleine wegen dem ganzen Wind und allem, man kommt ja nicht wirklich schnell hier rum. Und jetzt, da muss ich auf jeden Fall oben rumgehen, ne? Da muss ich auf jeden Fall oben rum. Uiuiuiuiuiui. Also hier, oh Gott. Und dann direkt weiter. Dann direkt weiterspringen. Wie hat denn der das in 19 Sekunden geschafft? Ich kann ja gegen den Wind hier am Anfang nichts machen. Der ist ja nun mal fest. Und da muss ich entweder den richtig hohen Sprung, ja, ich glaube, einen hohen Sprung ansetzen. Einen viel höheren Sprung machen wir da. Okay. Lauf! Oh, mitten reingesprungen. Ah, okay. Gut, das passt. Und jetzt einen hohen Sprung! Oh nein! Oh nein, das war so gut. Oh nein. Das war ärgerlich. Ah. Das war ärgerlich jetzt. Hier stoppen kurz und dann einfach weiter. Einfach weiter. Einfach weiter. Nichts kann uns aufhalten. Außer diese Lücke. Mist. Aber nee, 19 Sekunden sind nicht drin. Wir waren jetzt schon bei 280. Nee, lassen wir das. Lassen wir das. Der muss da irgendwie ganz günstig durchgekommen. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Nee. Nee, den sehe ich nicht. Den sehe ich nicht in greifbarer Nähe, diesen Weltrekord. Spielen wir lieber noch ein Level. Appearless Trip to Moon Galaxy. Okay. Da ist die Rakete. Auf geht's. Da nichts in der Beschreibung geschrieben hat, von wegen, dass die Coins optional sind, werden wir die auf jeden Fall einsammeln. Müssen. Ist da oben noch was? Nein. Okay. Da oben. Ach so, ich wollte gerade sagen, da muss ich irgendwie wieder hochkommen. Aber wir sind jetzt auf dem Mond und da ist alles ein bisschen. Ach so, Röhre. Ich wollte gerade sagen, hä? Da ist alles ein bisschen anders. Da oben kommt ein Bug geflogen. Ah ja. Also wir wechseln zwischen der einen Seite vom Mond und der anderen sozusagen. Verstehe ich das richtig? Okay, er mag Ansammlungen von Koopas. Da ist meine nächste. Wait, wait, wait. Oh mein Gott. Okay. Ach, den habe ich gar nicht gesehen. Lul. Eine rote Münze fehlt noch. Die wird da oben sein. Yes. Nice. Da wäre nochmal ein Blatt rausgekommen. Oh. Komm her. Ah, da gibt es dann Coins. Mehr Coins. So, jetzt bin ich wieder. Ach so, hier hoch. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Oh boy! Wait, wo will ich denn hin? Irgendwie da runter. Oh Gott, das war. Das war. Das war. Ein bisschen riskant. Sheesh. Und das jetzt Reset, falls man Dings nicht hat oder so? Man weiß es nicht. Ich kann auf jeden Fall hier rein. Ach so, das ist okay. Es ist doch nur Bonus, die roten Münzen. Also, was heißt nur? Für die Dings-Challenge wäre das jetzt genau richtig. Nice.
Schönes Level. Schönes Level. Okay. Da würde ich doch im nächsten Part gerne weiter die Level von Fabi spielen. Da haben wir noch ein paar über. Na, da haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wobei das mehr Musik ist. Die gehen also dann recht schnell. Und das war's auch schon. Okay. Ja dann, geht's da das nächste Mal weiter. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.